Moin Leute, es ist Zeit für ein nächstes Video und leider ist ja Winterpause und ich habe keine Gigs, aber für dieses Jahr sind schon 25 Gigs bestätigt und zwei auch schon in den Verhandlungen, das heißt, spontan komme ich da sicher auf ungefähr 30 Gigs, mal gucken und ich hoffe natürlich, dass ab 20. März wirklich mal wieder freie Fahrt ist. Aber solange kann ich euch ja noch mit ein bisschen Equipment unterhalten. Und zwar kamen da ein paar Nachfragen nach meinem Equipment und die meisten Nachfragen kamen nach der Funkstrecke zwischen meinem Mixer und der Außenanlage. Ist ein kleines Detail, aber viele scheinen das zu interessieren und da habe ich ein paar Kommentare bekommen. Und zwar ist das dieses unscheinbare kleine Ding hier oder diese zwei kleinen Dinger und der Name, der ist recht kompliziert, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. Das ist der Sennheiser XSWD XLR Bassset. Ich schreibe das bestimmt auch in den Titel. Dann kann man das hier nochmal rekapitulieren. Eins dieser beiden Teile kommt in den Controller oder in das Mischpult, das ihr vorgeschaltet habt. Ich habe es bisher tatsächlich immer in den Controller geschickt. Das lief auch. Ich habe jetzt mit meinem neuen Setup, das ich jetzt für 2022 mir geholt habe, tatsächlich ein Mischpult vorgeschaltet, um mehr Headroom zu haben, mehr Kontrolle über den Sound, über laut und leise. Aber es ist leider nicht so einfach, wie es klingt, denn immer, wenn man Funkstrecken hat, hat man ja auch das Problem der Reichweite. Hier heißt es offiziell irgendwie 70 Meter oder so, aber ja, auf Sichtweite, ne? Wenn da irgendwas dazwischen ist, ein Holzwand ist kein Problem, Menschen sind kein Problem, aber Beton ist ein Problem, alles Massive ist ein Problem. Auch um die Ecke. Ich hatte da mal ein Gig dieses Jahr, das war draußen, war, also das war Luftlinie dann das Haus dazwischen und das Signal musste quasi irgendwie entweder um die Ecke, aber Signale gehen ja nicht um die Ecke, deswegen es muss ja irgendwie geradlinig durch den Beton. Es hat nicht funktioniert, also es hat funktioniert, es kam irgendwie was an, aber es war immer ja, also alles Mist. Deswegen ja, musste ich da ein bisschen Kabel entgegenlegen, also bis zur Ecke habe ich dann Kabel gelegt und ab der Ecke dann die Funkstrecke, da habe ich mir immer noch Kabel gespart und Kabelverlegung. Das ist nicht das einzige Problem, denn die brauchen Strom. Da ist ein Akku drin, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, ob der jetzt von 18 Uhr bis 4 Uhr nachts hält. Ich vermute nicht und ich habe Schiss, dass der aufhört. Und als DJ kannst du dir keinen Ausfall leisten, deswegen habe ich mir zusätzlich noch zwei Powerbanks gekauft. Also ein für jede Seite und die sind dann auch knallvoll und die halten dann auch, ach, das ist halt der Bombe, ne? Und das, die ich mir jetzt gekauft habe, sind die Bluebeard Powerbank 20.000 mAh Power Delivery 3.0 plus Quick Charge 3.0, ey, diese Namen, ne? Also von Cool Blue habe ich die bestellt, ich finde den Laden cool, kauft nicht bei Amazon, ich kaufe da auch nicht. Meistens haben die noch nicht mal die besten Preise und Cool Blue ist echt zuverlässig, keine Werbung, ich bin da nicht für bezahlt worden. Aber ich finde den Laden einfach gut. Übrigens, das ist auch keine Werbung. Ich bin da nicht für bezahlt worden, habe ich das. Das ist einfach meine persönliche Meinung hier. Und kein Geld geflossen. Ansonsten läuft das ziemlich zuverlässig. Und in den allermeisten Fällen, oder nicht in den allermeisten, 50-50, vielleicht ein bisschen öfter, läuft das einfach so, wie es soll. Ne? Also du bist halt drin. Na, hinter der Schiebetour ist dann die Anlage, damit die Leute, die Raucher, auch noch ein bisschen Sound haben als Hintergrundmusik oder für den Empfang. Ne? Dann läuft die Hintergrundmusik auch noch draußen. Super nice. Oder du hast halt einen großen Saal und am Ende des Saals machst du noch die Satellitanlage, damit die hinten auch die Rede hören können. Perfekt. Und dazu brauchst du halt null Kabel entgegenlegen. Ne? Da sparst du dir echt richtig viel. Und für die Fälle, wo dann halt das Haus in der Mitte steht, dann legst du halt ein bisschen Kabel bis zur Ecke und ab dann hast du da deine Funkstrecke plus Strom. Ja, und du musst halt aufpassen, wenn es anfängt zu regnen. Dieses Jahr hat es dann mitten in der Nacht angefangen zu regnen. Ich dachte, scheiße, meine Powerbank. Ja, aber das habe ich dann ein bisschen unter den Vorbau gepackt. Und dann wurde das nicht nass. Alles gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, für mehr ja, Equipment wird sicher auch noch kommen. Von Kamera-Equipment und DJ-Equipment und Sound-Equipment etc. Und auch natürlich Gig-Logs, die dann ab Ende April, sagen wir Mai, wieder kommen. Wenn jetzt nicht noch eine neue Mutante kommt, das sei mal hingestellt. Aber naja, wenn es euch gefallen hat oder solche Videos da Bock drauf habt, dann drückt mal Subscribe, die Glocke und lasst einen Kommentar da, falls euch noch irgendwas anderes interessiert. Und Like-Button finde ich auch immer ganz toll. Also, hau rein, bis dann.